Herzlich willkommen zu deinen Botschaften vom Himmel. Ja, ich stehe hier und schaue in den Himmel von alten. Und wie du ja weißt, sind wir über den Himmel immer mit allem verbunden. Genauso auch über die Erde. Und ich möchte dir heute über etwas erzählen, was mir heute widerfahren ist. Und was ein Privileg ist von jedem Reisenden, der mit Achtsamkeit und mit Bewusstsein auf seiner Reise unterwegs ist. Und wenn immer ich hier bin, an diesem Ort, es ist magisch. Es ist magisch, wie die Natur wirkt, wie der Wind wirkt, wie alles in diesen magischen Zusammenhang möchte ich kommen mit dem, was ich hier mache. Egal, was ich mache, es ist immer aufgeladen von einer ganz bestimmten, unbeschreiblichen Magie. Und auch von einer ganz besonderen Heilkraft. Siehst du das weiße Loch dort hinten oben? Das strömt im Moment gerade Heilkraft ab und saugt auch wie ein bisschen im Shilanagi-Beitrag vom heilenden Hören all die schlechte Energie ab. Bis die Fußgänger hier hinten vorbei sind. Und das, was ich dir erzählen wollte, ist, dass ich heute in meiner ursprünglichen Heimatstadt in Solothurn war. Und es war so eine wahnsinnig schwere Energie. Ja, wie als hätte mir Blei ins Herz gegossen. Und vom Gefühl her, wie als würde mir die Decke auf den Kopf fallen. Und per Zufall habe ich noch ein paar Passfotos von mir angeschaut. Als ich noch jünger war, als ich aufgenommen habe, in so einem Passfotoautomat in Solothurn. Und als ich noch in Solothurn gewohnt habe. Und ich habe eine Cynthia gesehen, die so traurig und so unglücklich und so depressiv reingeschaut hat. Und mir ist erst bewusst geworden, und ich bin fast wieder geflüchtet aus dieser Stadt zurück und erst am Önsigen ist die Energie besser geworden. Auch hier klopft es ganz fest im Wald. Wir haben einen Specht, der immer hier oben ist. Und was ich dir damit sagen will, ist, dass jede Stadt ihr Karma hat und ihre karmischen Themen, ihre eigene Entwicklung möchte und muss bewältigen. Und dass das etwas ganz Normales und Natürliches ist und dass sie das macht, natürlich mit all ihren Menschen und Bewohnern, die vor Ort sind. Und in Solothurn ist es ganz krass. Die einzige Freude, die spürbar war, ist der Ausblick auf die Fasnacht, die etwa in 2 Wochen stattfindet, wo die Menschen sowie ihre Energieressourcen sammeln, für dass sie dort dann so richtig können Zahl rauslassen können. Ich kann es nicht anders sagen. Weil so wenig Lebensfreude um ist und die so schwer wiegenden Energien von der Depression ja wirklich wie auf all dieser ganzen Stadt lastet. Das merkt man gar nicht, wenn man die ganze Zeit dort ist. Es braucht ein bisschen Distanz. Und ich bin dann zurückgekommen und bin dann so ein bisschen hellsichtig in das Energiefeld von anderen Schweizer Städten. Und mir ist aufgefallen, dass die bleierne Schwere, die auch auf dem Herzen spürbar ist, es ist natürlich Winter und man kann die depressive Energie viel stärker spüren, das ist klar. Aber dass die vor allem auch so ein bisschen in den katholischeren Städten bürgerlicher Art recht gut fühlbar sind. Was aber jetzt in diesem Fall nicht zutrifft auf Luzern und was aber dennoch auch zutrifft auf die Stadt Fribourg. Ja?
wenn du die Stadt Freiburg kennst, wenn du dort bist, achte mal, es könnte ein ähnliches Gefühl erreichen. Es ist vielleicht nicht ganz so krass wie Solothurn, dass dir so wie die Decke auf den Kopf geht, aber auch so eine Schwere auf dem Herzen, die spürbar ist. Und wenn du natürlich aus dieser Umgebung kommst, ja, Raum Solothurn, dann kannst du das, wenn du sensibel bist, kannst du das spüren. Du kannst das wahrnehmen in dieser Zeit, dass du merkst, oh mein Gott, das ist ja Horror. Ja, wirklich Horror. Wie es würde die Decke auf den Kopf fallen und bleierne Schwere auf dem Herz. Verbunden auch mit dieser Energie. Und das kann sich durchziehen durch ein ganzes Solothurner Menschenleben, je nachdem, wenn du schon dein ganzes Leben dort verbracht hast und viel Zeit auch allgemein dort verbringst, dass du das Gefühl hast, ich muss immer wieder ausbrechen. Und wenn das in deinem Leben der Fall ist, dann kann ich dir das bestätigen, weil ich das Gefühl von mir auch hatte. Weil ich weiss ja, da schaue ich auch viele Solothurner zu, ist ja logisch. Gell? Weil ich ja selber auch Solothurner bin. Besser wird es von der Energie her, wenn wir rund um die Stadt Solothurn schauen, so Richtung Wasseramt. Ja, Richtung Wasseramt wird es besser. Aber alles, so, was eng um Solothurn herum gesponnen ist, also Zuchwil, Rüthenen, Feldbrunnen und dann auch Bellach, der ganze Leberbezirk eigentlich bis auf Grenken, ist wirklich von einer unglaubliche Schwere prägt. Also, die hocken alle zusammen so ein bisschen in diesem Sumpf, der in dieser Zeit spürbar ist. Das ist kollektiver Art spürbar, aber es ist auch individueller Art spürbar. Und es lockert sich dann so ein bisschen auf, eben so Richtung Wasseramt, Biberist, Richtung Bern. Es gibt ein bisschen eine Auflockerung. In einigen Gemeinden zwischen Solothurn und Bern, dort wo die RBS durchfährt, ist es dennoch aber auch relativ schwer. Die Schwere ist auch in der Stadt Bern spürbar zum Teil, aber in Bern ist es anders, weil Bern ist reformiert. Ja, es ist allgemein Winter, die Energien gehen nach innen, es ist eher depressiv veranlagt. Aber nicht mit dieser extraordinären Schwere, die so noch drängt, wollen, können auszubrechen. Und das ist in Solothurn auch sehr gut spürbar durch das Spannungsverhältnis von der depressiven Grundenergie, die die Stadt ja schon grundsätzlicher Art mitbringt, dass es wie so ein Überangebot auch gibt in der Stadt von Ablenkungsmethoden, von Konsummöglichkeiten. Und das war auch spannend, das zu beobachten. Ich bin auch noch in ein paar Läden gegangen und habe gedacht, hey, ich fühle nichts anderes als Leere. Da ist zwar materielles Zeugs ausgestellt und du könntest dich hier jetzt bedienen und dir vielleicht kurz ein gutes Gefühl holen, aber nicht einmal das. Ja, nicht einmal das. Und das sagt schon sehr, sehr viel aus über die Energie, über die Grundschwingung, die dort natürlich auch vor Ort herrscht. Ja, also ich werde vielleicht mal näher noch austesten und nachschauen, in welcher Energie, Grundenergie momentan Solothurn schwingt, von der Bewusstseinsstufe her und wie lange das die Grundenergie anhaltend ist. Manchmal ist das vielleicht nur ein paar Wochen, ein paar Monate. Und natürlich hat das auch mit den Menschen zu tun, die dort sind, mit der Vergangenheit, die Stadt natürlich auch mitbringt und auch mit dem, wie sich die Menschen, die dort wohnen, ja, die entwickeln, die geistig entwickeln, im Rahmen auch von ihrer Bewusstseinsentfaltung. Und ich muss dir sagen, als ich von Solothurn auf Olten gezügelt bin, das ist wie, wow, es ist wie so etwas aufgegangen. Und subjektiv gesehen, könnte man ja nicht das Gefühl haben, dass Olten sehr viel besser ist. Kennst du es? Es ist ja nicht vergleichbar eine schöne Stadt, aber es hat eine Weite, es hat die Schwere nicht, es hat ein AKW, ja, das ist scheiße. Aber es hat die Schwere nicht, die depressive Grundenergie nicht. Und es ist von der Grundschwingung her auch wesentlich spiritueller. Ja? Und das findet man in Solothurn nicht. Ja, es gibt diverse Gründe, warum das so ist. Aber ich werde sicherlich mal die Bewusstseinsstufe seelenaltermässig, was so die durchschnittliche Seelenaltersenergie von der Stadt Solothurn Umgebung ist, ausfindig machen und werde das dann in den Kommentaren unten verlinken. Du kannst dann auch reinschauen. Und das auch nachlesen im Buch, falls du das hast, von der Frau Hasselmann und vom Herrn Schmolke, wo dort wird das relativ gut erklärt, welche Prozesse dort vollzogen werden. Grundsätzlicher Art könnte man dort jetzt eigentlich auch sehr gut mit kollektiv Heilung arbeiten. Aber gell, wir können nichts hier als grosser Lichtarbeiter bewirken, wenn nicht das Go oder einen klaren, expliziten Auftrag auch von oben her
vorliegt. Oder? Und wenn für das Kollektiv geschaffen wird, dann in der Regel eigentlich immer für das gesamte Kollektiv von der Erde und nicht ganz so städtisch spezifisch. Ausser es kommt irgendwann mal so eine spezielle Wegweisung, wo er sagt, so, jetzt bekommst du das Go für das. Das kann sein, weil ich habe echt ein bisschen das Gefühl, dort braucht es mal ein bisschen einen Befreiungsschlag, der einfach auch mal durchgreift. Und ja, wie so die alten Söcke, so alte Söcke, die müssen ausgelüftet werden, dass das geschehen darf. Ja, das ist ja etwas, was die Zollendurner kläglich versuchen zu machen mit ihrer Kesselte. Das ist schön und gut. Auf der oberflächlichen Ebene hilft das schon auch etwas. Aber die Prozesse sind natürlich viel, viel tiefer und man muss von unten her, sprich vom Kollektiven, Unterbewussten, vom Kollektiven, Unbewussten her schaffen, für dass es dort wirklich auch durchdringende Befreiungsschläge gibt. Ja, das wollte ich dir noch sagen. Und es hat einige tote Zonen, auch in dieser Stadt. Und auch einfach leere. Und wenn du aus dieser Gegend bist, ja, rund um Solothurn, rum Solothurn, und du das spürst oder auf irgendeine Art und Weise kannst wahrnehmen, natürlich hat es etwas mit dir zu tun, weil du bist dort, ja, aber es hat wirklich auch etwas mit der Stadt zu tun und du dich dort ja nicht hintersinnen, dass das nur dein eigenes Thema ist. Es sind immer zwei Energien, die zusammenkommen und wenn sich das eine erledigt und gelöst hat, dann befreit sich das andere auch von allein. Also das heisst, du wirst es weniger stark spüren. Ja, so war es ja bei mir auch. Und es kann auch sein, gell, dass du beruflicher Art dann irgendwie nicht mehr ganz woanders unterwegs bist und das gar nicht mehr so stark wirst können wahrnehmen. Ja, was kann ich dir noch sagen? Vielleicht gibt es noch so etwas, was heisst strenge, kalte Isolation, schwere, die Auseinandersetzung mit diesen Themen, wie nochmal zuzulassen, zu erkennen, welches Potenzial in dem innen enthalten ist, für das es näher im Anschluss kannst in eine Befreiung führen. Und vielleicht gibt es auch noch Sachen, wo du sagst, das ist unausgesprochen, das muss rausgehen. Und dass du den Mut hast, dich in die Öffnung zu führen, für dass das Dorf in seine Wahrheit kommt. Ja, in diesem Sinn wünsche ich dir alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.